Ja, guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrer. Und vielen Dank für die Einladung, die Sie mir gegeben haben, als ehemaliger Stadtplaner in Bergedorf, in Eimsbüttel, an der Universität habe ich gearbeitet, mal einen kurzen Vortrag, mehr oder weniger kurzen Vortrag über das Bildtalstadion, die Luisenschule und die Umgebung hier Ihnen zu halten. Es geht um, Thema ist, glaube ich, das große Thema, so habe ich das mitgenommen, Genius Loci, der Begriff, der Geist eines Ortes, worin der sich ausdrückt. Sie erleben diesen Ort ja täglich und haben ganz bestimmte Gefühle dazu und ganz bestimmte Erfahrungen. Ich habe das immer nur aus der Distanz gesehen, also einerseits als Stadtplaner und andererseits als Stadtbaugeschichtler. Aber ich habe die Schule seit einigen Jahren, seit 2015 begleitet bei dem Prozess, diesen Zubau, den sogenannten Zubau, ihr Haus C, mit auf den Weg zu bringen. Ich habe meinen Vortrag in drei Teile geteilt. Der ist übrigens entstanden, als wir noch in der Lage meinten zu sein, den Vortrag sofort zu halten, spontan, von einem Tag auf den anderen. Und das hat sich dann zerschlagen aus bekannten Gründen. Und ich habe daraufhin eine hybride Lösung gewählt. Das heißt, Sie werden einige Textfolien sehen da drin, die ich weitgehend überspringen werde, weil das ist sehr ätzend, das sich dann hier im Saal anzusehen. Sie werden sie aber dann nachgeliefert bekommen, dass Sie das Ganze nacharbeiten können. Ich glaube, insofern ist das ganz hilfreich. Ich werde also versuchen, den Vortrag etwa so zu halten, wie ich ihn ursprünglich mal geplant hatte. Es geht insgesamt um drei Teile. Eine kurze Einführung zwischen Bildtal und Doktorberg. Sie sehen die Gliederung jetzt an der Wand. Wie ist dieses ganze Gebiet entstanden? Wie hat es sich entwickelt? Welche Rolle spielt die Luisenschule da drin? Das zweite ist eine kurze Baugeschichte der Luisenschule. Und das dritte, das befasst sich mit dem ehemaligen Schießtal, so hieß das früher mal, mit dem heutigen Bildtalstadion. Und ich hoffe, Ihnen dadurch einen gewissen Eindruck zu geben, was hinter der Geschichte dieses Ortes steht und wo Sie sich dann einklinken können mit Ihrer persönlichen Geschichte. Die ist ja auch Teil des Projektes. Ich versuche jetzt mal weiterzuschalten. Ich hoffe, das geht jetzt. Und natürlich muss ich erstmal einschalten. Zwischen Bildtalstadion und Doktorberg. Wie ist das Gelände entstanden? Sie sehen hier eine Karte von 1875, also 150 Jahre alt, auf der zu sehen ist, dass hier damals nur ein gutes Dutzend Häuser stand, ausgehend von Doktorberg in der rechten unteren Ecke des Bildes bis hin zur Billeniederung. Die sehen Sie, das ist diese sich schlängelnde Linie am oberen Bildrand. Das einzige wirklich größere Gebäude in diesem Bereich ist eine 10 Jahre vorher entstandene Brauerei, von der Sie heute noch Reste sehen können, der sogenannte Eiskeller, der dann später in den 80er Jahren letzten Jahrhunderts überbaut worden ist durch Wohnungen. Aber der Eiskeller ist noch erhalten, ist unter Denkmalschutz. Alle anderen Häuser, die Sie inzwischen kennen, sind praktisch nicht da gewesen um 1875. Das lag auch daran, dass die Wasserversorgung damals noch gar nicht geregelt war. Der Wasserturm ist ja erst etwas später entstanden. Das ist die erste Textpassage, die ich jetzt überspringen werde. Das meiste werde ich Ihnen jetzt mündlich auch vortragen, aber Sie können das, wie gesagt, nacharbeiten. 1840, etwa 1843 genau, ist die Bahn von Hamburg nach Bergedorf gebaut worden, damals noch mit einer Station am Frascatiplatz. 5 Jahre später ist sie dann umgelenkt worden über den heutigen Bahnhof Bergedorf in Richtung Berlin. Und mit einem riesigen Aufwand ist damals dieser Trog, so nennt man das, dieser Einschnitt
in dem Bergausläufer, der ja zur Bille eigentlich runterlief, ist dieser Trog gebaut worden. Und dann ist die Bahn eröffnet worden Ende der 1840er Jahre. Und im Vorfeld dieser Eröffnung der Bahn sind natürlich Investoren auf den Plan getreten und haben versucht, daraus auch Geschäfte zu machen. Das war ein wunderbares Ausflugsziel hier entlang der Bille. Das linke Billeufer, auf dem wir uns hier befinden, hat damals in kurzen Abständen eine ganze Kette von Restaurants gehabt, von Bootsverleihen, in denen sich die Hamburger Wochenende für Wochenende trafen. Und das war vielleicht eines der wichtigsten Ausflugsziele in ganz Hamburg. Heute kennen wir davon nur noch, das ist noch erkennbar, das kleine Kulturhaus unterhalb des Bildhallstadions. Das war damals das größte Restaurant und Hotel. Das war das Hotel Bildhall in der heutigen Daniel-Hinsche-Straße 1. Da können Sie noch sehen, wie das etwa baulich aussah. Sie sehen das auf den Bildern. Auf der rechten Seite ist das Bildhall links oben abgebildet mit einem riesigen Garten mit Bootsverleih. Und das war, wie gesagt, ein ganz beliebtes Ausflugsziel. Bedient wurde das dann auch von der Brauerei, die ja gleich um die Ecke war. Es lag also alles hier sehr eng beieinander. Insgesamt 4 große Restaurants und Hotels sind hier entstanden, bis hin zur Marienburg, die Sie wahrscheinlich auch sehr gut kennen. Das ist von der TSG, dieser Sportplatz, wo auch die Sportschule Sachsenwald sich befand. Gleichzeitig oder etwas später wurde Bergedorf auch als Luftkurort entdeckt. Das verwundert heute ein bisschen. Bergedorf, ein Luftkurort, Bad Bergedorf, könnte man sagen. War aber damals doch ein außergewöhnlicher Ort, in dem man ganz nah am Wald und am Wasser und in einem sehr unbebauten Gelände, an diesem Hügel vom Pfingstberg, vom Doktorberg abwärts in Richtung Bergedorfer Innenstadt, seinen Urlaub oder seine Zeit zu regenerieren verbringen konnte. Sie sehen diese Liste, ich habe sie mal aufgestellt, der Hotels und Pensionen, die in diesem Zusammenhang entstanden sind. Ich sage mal gar nicht die Namen, die sagen Ihnen wahrscheinlich nichts, aber die Adressen sind vielleicht ganz interessant. Rheinbeker Weg 11, Rheinbeker Weg 50, Rheinbeker Weg 59, Rheinbeker Weg 75, Rheinbeker Weg 77, am Doktorberg 27 und Wentorfer Straße 155. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, von Bergedorf, vom Zentrum aus bis hoch hier zu dem heutigen Standort der Luisenschule. Das war eine Straße voller Hotels und Kureinrichtungen, die dann in den folgenden Jahren ergänzt wurden, sodass das Bild 1904 etwas anders aussah. Sie sehen dort schon, das ist etwa der gleiche Ausschnitt, den ich vorhin gezeigt habe, nur eben 30 Jahre später. Sie sehen immer noch die Brauerei im oberen Teil des Bildes. Sie sehen den Rheinbeker Weg. Ich möchte es dann doch mal versuchen zu zeigen Ihnen. Hier, das ist der Rheinbeker Weg, der hierauf führt. Das ist der Einschnitt der Bahn, das ist die Brauerei. Hier ist der Standort der Luisenschule, das war damals noch eine andere Nutzung, ein Hotel zu dieser Zeit. Das war der Stand, in dem dann die Hamburger erkannt haben, die reichen Hamburger erkannt haben, dass hier ein richtiger Schatz war, ein Bereich, in dem man ansiedeln konnte, in dem man sogar tägliche Bahnanbindung an die Stadt Hamburg hatte. Und die haben dann systematisch in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg diesen Hügel, den Doktorberg und Pfingstberg bis hin zum sogenannten Hundebaum. Ich zeige gleich mal, was das ist. Das werden viele von Ihnen vielleicht den Begriff gar nicht kennen, besiedelt. Der Hundebaum ist der Teil des Ausläufers des Doktorberges, der jenseits des Troges der Bahn liegt und der dadurch immer etwas abgeschnitten war und auch sozial völlig anders sich entwickelt hat. Warum er diesen Namen bekommen hat,
Darüber gibt es viele Vermutungen. Ich möchte die jetzt hier nicht in den Raum stellen. Aber das ist ein Bereich, der eigentlich dazugehört zum Villenviertel. Ich komme mal zur Luisenschule selber. Eine kurze Baugeschichte der Luisenschule, die Sie ja gut kennen, vor allen Dingen des Altbaus der Luisenschule, 1929 bis 1931 errichtet. Sie sehen hier ein Bild aus den praktisch unmittelbar nach der Fertigstellung geschossen. Es hat sich nicht so viel verändert. Es hat sich sicherlich die Situation etwas verändert. Sie sehen am linken Bildrand diesen Baum. Der ist eventuell sogar noch bis vor kurzem, haben noch Reste davon hier gestanden. Aber es war Teil einer Baumreihe, denn die Schule, die Aula, ist praktisch gegen einen Wald damals angebaut worden. Wir hatten noch nicht das Bildtal, wie wir es heute kennen, noch keine offene Situation, sondern eine Baumkulisse an dieser Stelle. Was war vorher hier gewesen? Nach dem Brand von 1842, für Hamburg ein ganz wichtiges Datum, da ist die ganze Innenstadt abgebrannt und Hamburg musste völlig neu aufgebaut werden, hat man Notunterkünfte errichtet und einige dieser Notunterkünfte sind später verkauft worden, unter anderem an einen der neuen Grundbesitzer in Bergedorf, einen Stadtrat, einen Ratsherrn genauer gesagt, der dann eine dieser Provisorien gekauft hat, hier aufgestellt hat, etwa hier, wo wir stehen, und als Ausflugslokal das zum ersten Mal genutzt hat, weil man erwartete eben durch diese neu eröffnete Bahnlinie, dass hier sehr viele Touristen, hätte ich fast gesagt, nein, sehr viele Wochenendausflügler natürlich das Gelände überschwemmen und von daher, dass man hier gute Geschäfte machen konnte. Aus diesem Provisorium hat sich dann das Hotel Bellevue entwickelt. Das ist im Grunde genommen ihr direkter Vorgänger hier. Das ist 1844 schon gebaut worden. Sie sehen die alte Fassung auf der linken Seite im Bild. Die ist abgebrannt nach etwa 50 Jahren und nach einer sehr durchwachsenen wirtschaftlichen Zeit. Und wurde dann ersetzt durch das Hotel Bellevue, was Sie hier auf der rechten Seite sehen. In der Mitte ist der Lageplan dazu, der passende. Auf der rechten Seite sehen Sie etwa, wie es gestanden hat, etwa da, wo Ihr langgestreckter Klassentrakt am Pfingstberg steht. Deswegen sieht man im Hintergrund links dann auch den Wasserturm, der 1902 erbaut worden ist. Das war das Gelände bis in die 20er Jahre. In den 20er Jahren gab es große wirtschaftliche Bewegungen, Schwierigkeiten, insbesondere natürlich auch im Hotelsektor. Bergedorf verlor ein wenig diese Bedeutung als Luftkurort und man war gleichzeitig auf der Suche nach einem neuen Standort für das Lyzeum in Bergedorf. Ich gehe doch nochmal eins zurück. Für das Lyzeum in Bergedorf, die Luisenschule, die sich zusammengelegt hatte mit der, ich glaube, Elisabethschule hieß sie, mit einer zweiten Schule. Und die Räume waren zu klein geworden am Duvox-Kampf. Und deswegen versuchte man über mehrere Varianten einen neuen Standort zu finden. Das hat man dann Ende der 20er Jahre geschafft und hat dann gesehen, hier dieser Ort mit dem verfallenen Hotel am Hang gewissermaßen im Übergang zum Wald, der wäre wahrscheinlich die beste Lösung, ich will nicht sagen die ideale Lösung, aber die beste Lösung, hier eine neue Schule zu bauen, eine Mädchenschule, ein Lyzeum zu dieser Zeit noch. Der Architekt, deswegen hat diese Schule natürlich auch eine besondere Bedeutung, ist in Hamburg natürlich sehr prominent, es handelt sich um den Oberbaudirektor Fritz Schumacher, der die Oberleitung hatte, die künstlerische Oberleitung in dieser Zeit für unglaublich, aus heutiger Sicht unglaublich viele Schulen, die zwischen 1910 und 1932, also genau bis
zu Beginn der nationalsozialistischen Regierung, die gebaut worden sind. Insgesamt sind 40 Schulen bekannt. Und Sie sehen zwei ganz prominente Vertreter, die Fritz Schumacher noch als leitender Architekt in Hamburg gebaut hat. Die liegen hier ganz nah beieinander. Das ist einmal diese etwas konservativere Architektur der Hansa-Schule, unweit von uns entfernt, die schon zu seinen ersten Schulen gehörte, 1912 bis 1914 gebaut, in einem Stil mit einem normalen Sattel- bzw. Mansarddach mit dem Turmausguck. Sie kennen so ein Motiv auch vom berühmten Johanneum hier in der Hamburger Innenstadt, das ihm in der Architektur sehr nahe kommt. Das war die erste Phase von Schumacher, in der er so traditionell gebaut hat. Und dann ist er nach Köln gegangen eine Zeit lang, als er ausgeliehen worden von Hamburg. Und als er wieder zurückkam, hat er ganz anders gebaut, nämlich sehr modern. Und die Luisenschule, unten im Bild dargestellt, ist, wie Sie sehen in der Liste, eine der letzten Bauten, eine seiner modernsten Bauten und am weitesten fortgeschrittenen Bauten. 1929, 31, dann kurz vor seiner Pensionierung 1933 entstanden. Der ursprüngliche Entwurf zeigt sehr gut am Modell, was sich Schumacher dabei gedacht hat und wie ausgeklügelt, wie im Grunde genommen genial dieser Entwurf gewesen ist. Sie sehen im Grunde genommen alles, was heute dasteht. Interessant ist allerdings eine Linie, die für mich eine relativ große Bedeutung hat, die später in der Realisierung etwas untergegangen ist. Das ist diese Kante hier, die heute noch ganz schwach erkennbar ist. An dieser Kante wird deutlich, was die Idee war. Es war hier in diesem Gebiet nur erlaubt, zweigeschossig zu bauen, grundsätzlich. Was hat Schumacher gemacht? Er hat gesagt, ich setze einen zweigeschossigen Baukörper hier hin und alles, was da drunter ist, hier vorne, das ist das Untergeschoss. Das zähle ich gar nicht mit, mein Bau beginnt eigentlich hier. Und ich schiebe dann hier ein Untergeschoss drunter. Das war der erste Weg. Und so ist diese Dreigeschossigkeit entstanden, die hier noch in der Gliederung sehr gut erkennbar war. Außerdem hat er an der wilhelminischen, an der Architektur der Kaiserzeit, hat er große Kritik gehabt und konnte sich mit dem Wasserturm, der inzwischen auch unter Denkmalschutz steht, überhaupt nicht anfreunden. Und hat dann gesagt, ich baue, damit niemand den Wasserturm sehen muss, wenn er den Rheinbecker Weg hochkommt, ich baue den höchsten Bauteil des Gebäudes, den baue ich genau davor. Das ist natürlich aus heutiger Sicht völlig blödsinnig. Ein Denkmal verstellt das andere. Schumacher hat das anders gesehen und Denkmalschutz in diesem Sinne gab es damals noch nicht. Und das Grundstück war ja auch nicht so groß. Wie hat er das gemacht? In einer Zweigeschossigkeit, die erlaubt war, eventuell mit einem dritten Zusatzgeschoss, ein Gebäude vor diesen hohen Wasserturm zu stellen. Er hat einfach die drei höchsten Raumgruppen, drei höchsten Räume genommen, die Turnhalle, die Aula, in der wir uns befinden, und den Gymnastiksaal, hat sie übereinander gestapelt, sodass sie gerade bis zur Hochhausgrenze reichen, also etwas über 20, 23 Meter hoch sind und damit den Blick tatsächlich weitgehend verstellen. Diese Idee, wenn Sie dieses blaue Schild an der Schule gesehen haben, da ist schon eine Andeutung davon vorhanden, was damals passiert ist. Also so hat Schumacher einige persönliche Leidenschaften oder auch Animositäten hier verbunden mit einer sehr genialen Interpretation der baulichen Regeln, die hier galten im Villenviertel. Die Grundrisse, kennen Sie schon, ich will nicht im Einzelnen, Sie leben ja da drin, ich will nicht groß darauf eingehen. Aber es ist natürlich bei all dem zu bedenken, dass das damals bis in die 60er Jahre hinein keine koedukative Schule gewesen ist, sondern eine reine Mädchenschule, dass dort andere Raumgruppen waren, dass natürlich auch das Bild von
Frauen oder von Schülerinnen noch ein anderes war, was man ihnen beibringen musste. Es gab auch einen großen Handarbeitstrakt. Es gab, glaube ich, sogar eine Küche, wenn ich das richtig sehe. Es gab bei den Zusatzräumen wie den Toiletten musste man nur ein Geschlecht beachten, also da brauchte man weniger Räume wieder. Das heißt, die Raumsituation hat sich nicht groß verändert, aber im Detail muss man das immer im Hinterkopf haben. Es war mal eine Schule nur für ein Geschlecht, in diesem Falle für Mädchen. Das war das Erdgeschoss, das ich Ihnen gezeigt habe. Das ist das Obergeschoss, in dem wir uns auch befinden, eine Aula mit rechnerisch 400 Plätzen, die wir hier haben. Interessant, unterhalb der Aula auf diesem Grundriss sehen Sie einen Saal, das war der Singsaal. Das heißt, diese Wand ließ sich, und wenn man das baulich versuchen würde, ginge das heute noch rein statisch, ließ sie sich auf voller Breite öffnen. Und dann kann man den Saal dahinter, der heute ja Kunstsaal ist, den kann man dann dazu schalten. Ich gehe nochmal, ruhig vorwärts ein Stück. Sie sehen hier das im Schnitt. Das ist für Architekten eigentlich immer das Interessanteste. Für einen Laien sind Grundrisse meistens viel interessanter. Aber für Architekten ist es ganz interessant, wie konstruktiv dieses Gebäude aufgebaut ist und wie die Lasten verteilt werden. Eine der interessantesten Teile, die gibt es auch nur zwei, dreimal in Hamburg, sind sie zu Schumachers Zeit entstanden. Das ist das, was über dem Gymnastiksaal sich abspielte. Dort war eine Terrasse gebaut worden. Nun ist eine Terrasse, über das Treppenhaus konnte man am Gymnastiksaal vorbei, da musste man nicht wie heute durch den Geräteraum durch, sondern man konnte dann direkt auf die Terrasse und konnte dann von dort aus diesen wunderbaren Blick über die ganze Stadt erleben. Es gibt, wie gesagt, zwei, drei andere Schulen, die Schumacher auch so gebaut hat, aber es gibt keine, die diesen Ausblick hat, die diese herrliche Lage hat wie die Luisenschule. Die zur künstlerischen Gestaltung, das empfehle ich Ihnen, das vielleicht im Nachhinein nochmal sich anzusehen. Es sind mehrere Brunnen in dieser Schule entstanden. Eine sehen Sie noch, eine Plastik vor der Schule selber. Die sollte eigentlich im Rathaus stehen. Die hat dort aber irgendjemand nicht gefallen und dann hat man sie nach Bergedorf umgeleitet. Eine ganz interessante Geschichte, ohne dass man später eine Wasserleitung dahin verlegt hat. Also der Brunnen mit diesem Vierländer tanzenden Paar. Der ist dann da abgestellt worden, wenn man so will. Schmückt aber die Schule sicherlich auch ganz gut, passt auch ganz gut hier. Interessant ist dann noch, dass im Haus selber auch nochmal zwei künstlerisch gestaltete Brunnen standen und etwas, was uns eine Zeit lang sehr beschäftigt hat, eine Wandmalerei, die heute nicht mehr zu sehen ist, die eigentlich auch vielleicht keiner mehr wirklich haben möchte. Aber die doch interessant wäre, zu sehen, was dort gestaltet worden ist. Sie sehen das unten, das Fresko Marschenlandschaft, das 1939, also in Zeiten der nationalsozialistischen, auch künstlerischen Diktatur entstanden ist und von der Schule, von der Schulleitung damals gestellt worden ist. Ich zeige Ihnen mal kurz, wo das sich befunden haben soll. Wir haben sichere Hinweise, dass es hier gleich am Eingang, im Eingangsbereich gegenüber dem Windfang die Wand geschmückt hat. Man hat das dann nach dem Krieg gleich verdeckt und übermalt. Ob es sich als unterste Schicht heute da noch befindet, wäre interessant zu wissen. Aber wir werden deswegen, beziehungsweise die Schulleitung, deswegen diese Schichten nicht alle abtragen. Das sind nochmal Ansichten, wie Sie unmittelbar von den Fotografen, den Gebrüdern Dransfeld, direkt nach der Fertigstellung der Schule, also noch ohne Schüler. Architekten mögen immer am liebsten Bilder ohne Menschen drauf. Dann sieht man den Raum so richtig, aber man kann hier auch ein bisschen die Atmosphäre der Räume, wie sie damals bestanden haben, kann man hier ganz gut nachvollziehen. Turnhalle, Aula, Gymnastiksaal, Klassenraum und zum Beispiel den Chemiefachraum. In den Jahren der Nutzung hat sich dann einiges an Gestaltungsverlusten ergeben.
den Text überspringe ich gleich nochmal. Das hat sich jemand, einer der Kunstlehrer, der inzwischen pensionierten Kunstlehrer, Christian Hertel, bei Ihnen hat sich damit mal sehr verdient gemacht, dass er dieses ausgegraben hat, die alten Gestaltungs-, die alten Fotos, und hat auch Montagen gemacht und hat gezeigt, wo überall die Schule gelitten hat, dadurch, dass man ja, dadurch, dass die Schule sich verdreifacht hat, was die Schülerzahl angeht, dass man dort an Nutzflächen gewinnen musste. Man musste also alle möglichen Räume jetzt umbauen, die eigentlich sehr repräsentativ gewesen waren. Das erste ist dieser Bereich, der sich direkt befindet vor der Aula. Wenn Sie jetzt aus der Tür raustreten und zur Rechten sehen, dann sehen Sie auf eine Wand, die nachträglich eingezogen worden ist. Ich meine, dahinter ist ein Chemievorbereitungsraum, der Eingang zur Kunst auf der rechten Seite. Diese Wand ist nachträglich künstlich geschlossen worden, weil man eben diese Räume brauchte, weil man jeden Quadratmeter brauchte. Und dann hat man darauf verzichtet, auf dieses Foyer, in dem man zum Beispiel bei Veranstaltungen vor der Aula sich treffen, sich hinsetzen konnte, warten konnte, auch mal nach draußen zum Rhein-Neckar Weg schauen und am Brunnen sitzen konnte. Das war einer dieser zwei Brunnen, der stand hier, der stand dort, weil also heute die Chemie sitzt. Da war der zweite Brunnen, der künstlerisch gestaltet war. Und dadurch kriegte natürlich auch das Treppenhaus einen ganz anderen Eindruck, als es das heute hat. Das andere ist das, was ich eben schon erwähnt habe. Das war die Terrasse auf dem Dach. Ich habe versucht, auch hier, indem ich Ihr Schularchiv mal durchforstet habe, rauszukriegen, wie die eigentlich genutzt worden ist, wann sie genutzt worden ist und warum sie geschlossen worden ist. Zu all dem gibt es leider wenig Unterlagen, beziehungsweise ich habe wenig Unterlagen gefunden. Sie ist nach dem Kriege, nach Kriegsende ist sie zugebaut worden. Es kann sein, weil dort Dachschäden entstanden sind, so ein Flachdach ist ja immer sehr empfindlich. Und wenn es da eine Durchfeuchtung gibt, dann würde das in dem Gymnastiksaal natürlich sich sofort auswirken. Es kann sein, unsere erste Vermutung, unsere schlimme Vermutung dieses Hausmeisters war, dass sich jemand von dem Dach mal gestürzt hätte. Darauf habe ich keinen Hinweis gefunden. Genutzt worden ist es in den 30er Jahren, überwiegend am Montagmorgen einen Fahnenappell dort zu veranstalten. Das heißt, dort wurde dann eine Hakenkreuzfahne gehisst auf der Luisenschule. Schrecklicher Gedanke heute, Fotos gibt es nicht mehr davon, ist vielleicht auch ganz gut so. Diese Terrasse wäre natürlich etwas, was die Schule heute noch sehr schmücken würde. Wir haben auch viele Überlegungen gemacht, es eventuell wieder zu beleben. Aber die Rahmenbedingungen sind so schwierig. Dennoch als Vision kann man es, finde ich, sollte man im Kopf behalten. So etwa hat das Leben damals darauf ausgesehen oder hätte aussehen können, wenn es dort auch Jungs gegeben hätte. Das ist schon eine bestimmte Setzung. Ja, die räumliche Entwicklung, ganz kurz, ich habe die Zahlen mal aufgeschrieben, die interessieren hier jetzt nicht so sehr, aber sie sind vielleicht ganz interessant, mal in der Grafik darzustellen. Als die Schule gegründet wurde, hatte sie, gut, die Zahlen werden ähnlich wie sagen, 5800 Quadratmeter für 350 Schülerinnen. Die Erweiterung 1996, das ist das Gebäude B, hatte etwa 1570 Quadratmeter und der Zubau 1835, der jetzt neu entstanden ist. Inzwischen sind aber, das war mein Stand von vor einem Jahr, 990 Schülerinnen und Schüler in dieser Schule, ganz abgesehen von den Lehrern. Ein riesiges Kollegium, wenn ich oben an die Tafel schaue und die Bilder sehe. Sie werden auch gut betreut, aber es sind dann zusammen fast 1100 Menschen, die sich hier bewegen. Als die Schule gegründet wurde, bedeutete das 16,6 Quadratmeter je Schüler, als auch Vertreter der Lehrenden und der Eltern dabei waren, Kommunalpolitiker und Fachleute, Architekten, Landschaftsplaner.
die uns unterstützt haben. Wir haben gemeinsam entworfen, um die Rahmenbedingungen für den Zubau festzulegen. Das war meines Erachtens ein außergewöhnlicher, ich glaube in Hamburg sogar im Schulbau, in Hamburg ein einmaliger Vorgang, dass man unter Beteiligung aller vor Ort diese Vorbereitung trifft. Wir hatten dazu einige Entwürfe gemacht, die wir diskutiert haben. Der Entwurf links oben, das war die Vorgabe der Behörde, der BSJB, also der Schulbehörde, die genau hier vor die Aula, vor das Fenster einen dreigeschossigen Bau gesetzt hätte, sodass Sie jetzt nicht in die Landschaft hineinsehen würden, sondern genau gegen eine Wand direkt gegenüber. Das mittlere war ein Entwurf, den wir vorgeschlagen hatten, aber das war unser Vorschlag, den wir aber zurückgenommen haben, weil wir die Diskussion offen lassen wollten. Und rechts oben war ein sehr extremer Vorschlag einer Stadtplanerin aus der Stadtentwicklungsbehörde, die rund um den Wasserturm die Schule entwickeln wollte. Also Sie sehen, etwa dieses würde am Hang im Gehölz der Zubau gewesen sein. Das ist die Luisenschule, hier ist der Wasserturm, das ist Haus B. Also so ein Komplex rund um den Wasserturm wollte die sehr kompetente und auch einflussreiche Kollegin aus der Stadtentwicklungsbehörde uns vorschlagen. Ich hoffe, Sie hören mich noch. Ich habe das Mikrofon immer ein bisschen weiter fallen gelassen. Ich hole es mal wieder hoch. Das waren die Vorgaben, die wir hatten, es waren unsere Vorschläge gewesen. Aufgrund dieser Vorschläge haben wir Rahmenbedingungen entwickelt. Die wurden in ein konkurrierendes Verfahren zwischen drei Architektengruppen eingebracht. Und das Ergebnis kennen Sie ja, das ist dieser Zubau C, über den man auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Er war aber zwingend notwendig, natürlich, um den Betrieb der Schule aufrechtzuerhalten. Und er ist aus meiner Sicht sicherlich viel besser als die Provisorien, die hier vorher standen. Das ist nochmal die Ansicht jetzt aktuell. Sie sehen, ein Stück weit durfte es nach unseren Vorgaben auch die Aula wenigstens in der Blickrichtung nach Norden, Nordosten verdecken. Das war nicht zu vermeiden. Es durfte ja auch nicht an das andere Denkmal, an das Bildhallstadion ranreichen. Also insofern, und auch das Denkmal nicht völlig verstellen des Wasserturms. Wir haben hier mit drei wichtigen städtebaulichen Denkmälern zu tun. Ja, vielleicht zuletzt noch die für mich persönlich sehr spannende und vielleicht auch spannendste Frage, was ist eigentlich mit dem Bildhallstadion? Ich habe selber mich als junger Mensch in diesem Ort hier über das Bildhallstadion genähert, in dem ich auch mal Sport getrieben habe, in dem ich auch trainiert habe. Übrigens sehr bewusst, obwohl ich vom nördlichen Stadtrand der Stadt kam. Ich musste also fast 2 Stunden in Kauf nehmen, um hierher zu kommen. Eigentlich Wahnsinn aus heutiger Sicht. Aber dieses Stadion hat mir so gut gefallen und war so anders als das, was ich kannte von den Sportplätzen, auf denen ich sonst trainiert habe, dass ich hier einmal die Woche einfach zum Training mich hier bewegt habe. Aber das Bildhallstadion war nicht immer da, sondern das Bildhallstadion hat einen Vorläufer. Das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Das war ein Taleinschnitt hier, der von Rheinbeker Weg in Richtung Mörkenweg ging. Sie sehen, das muss sehr steil gewesen sein. Sie sehen es an dem Foto oben. Das war das sogenannte Lotteriegebäude, das hier bestand. Auf dem Foto unten sieht man, wie die Turnerschaft, die Bergedorfer Turnerschaft sich vor dem Schießtal versammelt hatte. Das war ein Ort, an dem sehr interessante Veranstaltungen stattgefunden haben. Die Gewerkschaftler haben sich hier getroffen, politische Veranstaltungen hat es hier gegeben. Die haben sich in diesem Tal versammelt und dort miteinander gefeiert und Vorträge sich angehört. Kolportiert sind bis zu 30.000 Menschen, die sich hier getroffen haben, praktisch bis zur Endstation gefahren, raus aus Hamburg oder auch von der anderen Seite.
haben sich hier getroffen. Deswegen sind auch die vielen Hotels entstanden, unter anderem in dieser Zeit. Das war das berühmte Schießtal, was dann ja im Kriege wurde es praktisch gerodet durch die Menschen, die in diesen kalten Wintern 1947, insbesondere 1948, also in der Nachkriegszeit, die Menschen haben sehr gefroren und brauchten irgendwie Holz zum Heizen. Und da haben sie einfach dieses ganze Gelände weitgehend gerodet, sodass es hier sehr leer und nackt lag und auch nicht sehr, sehr einladend war. Und man hat dann einen Plan aufgegriffen, den man schon in den 30er Jahren hatte, dass man nämlich einen Sportplatz in Bergedorf errichten wollte. Hier gab es aber wenig Platz dafür im ganzen Stadtteil. Und dann hat man gesagt, gut, für die Luisenschule und die Hansaschule zusammen bauen wir einen Sportplatz in das Schießtal hinein. Daraus ist nichts geworden, weil es dann kein Geld mehr gab und die Nationalsozialisten waren mehr interessiert an sogenannten Strapazensport. Schrecklicher Name, aber interessant, auch solche Worte gab es, also an sportlichen Aktivitäten, die mehr Mut und Kraft und Einsatz und Ausdauer erforderten. Und dazu war so ein Stadion nicht die Antwort. Man hat dann aber nach dem Kriege angefangen und hat dann gesagt, wir machen das, wir haben jetzt eine Notmaßnahme, wir haben viele Arbeitslose, wir können solche Dinge wie eine große Landschaftsbewegung, die können wir hier durchführen und jetzt bauen wir hier ein Stadion, das aber nicht so genannt werden durfte, weil Stadion ist ja ein sehr elitärer Begriff und man wählte dann einen Namen Festplatz oder Sportplatz maximal und hat dann das Stadion eingeweiht, wie gesagt eine Notstandsmaßnahme in 1950. Und Sie sehen dort auf dem Bild rechts oben die Einweihung, dass an der teilnahmen Schülerinnen der Luisenschule und Schüler der Hansaschule. Es ist ganz interessant, dass auf diesem Bild die Schüler der Hansaschule gar nicht versammelt sind. Die haben nämlich alle extra schöne schwarze Lackschuhe, die eigentlich zu diesem Outfit gar nicht passten, verpasst bekommen. Also es gibt sehr schöne Bilder von dieser Eröffnung, die sehr feierlich war, sehr so mit Fackel und das war noch eine etwas andere Zeit. Sehr unmöglich. Das Stadion wurde dann tatsächlich als Stadion genutzt und eine der interessantesten Veranstaltungen kam wenige Wochen später. Das ist das auf dem rechten Bild, das waren Seifenkistenrennen. Die erste ganz große Veranstaltung, die hier stattfand, man hat dort eine Rampe gebaut, die etwa hier von der Luisenschule runterführte, diagonal die Bahn über den Platz und dann hat man Seifenkistenrennen veranstaltet. Auch das war ein besonderer Sport Anfang der 50er Jahre. Aber auch alle möglichen anderen Sportarten sind dort veranstaltet worden. Die interessantesten waren ja die Bahnradrennen, die hier veranstaltet worden sind, also die ungewöhnlichsten, die man nicht erwartet hätte, und sogar Windhundrennen. Es hat lange gedauert, bis ich davon Fotos gefunden habe. Links unten sehen Sie ein Bild von einem dieser Windhundrennen. Insgesamt war dieses Stadion mehrfach im Jahr mit über 10.000, 20.000 bis zu 27.000, als Bergedorf 85 gegen den HSV spielte, in der höchsten deutschen Fußballliga noch, Oberliga Nord. Damals haben sich, wie gesagt, so viele Menschen hier versammelt. Sie sehen, was den Fußball angeht, links oben im Bild. Es ist Gottes Wille, der Sieger kommt von der Wille. Das ist vielleicht ein ganz schöner Spruch. Das ist spätere Abgeordnete der Bezirksverwaltung drauf zu sehen, als sie noch hier waren. Oberhalb des Stadions ist vielleicht noch zu erwähnen, dass es dort direkt praktisch vor ihrer Tür, da wo heute der Zubau steht, dass es dort auch jährlich einen Jahrmarkt gab. Hier wurde die Heimatwoche veranstaltet. Heimatwoche, auch so ein Begriff,
50er Jahre klassisch. Das war ein großes gesellschaftliches Ereignis. Und eine Woche lang fand hier ein Jahrmarkt statt und fanden täglich Veranstaltungen hier statt, abgesehen von den sonstigen Sportveranstaltungen. Da sehen Sie nochmal so die Bilder von Veranstaltungen, die es hier gegeben hat, auch Theaterveranstaltungen, Turnen, Freien, Hundeball, was auch immer. Es gibt da jede Menge Sportarten. Links unten auf diesem Bild übrigens, das ist dann ein Oberligaspiel, und Sie sehen, wie diese Tribünen tatsächlich gefüllt waren, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Das Stadion ist dann langsam verfallen. In den Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre gab es nicht mehr eine einzige Veranstaltung hier, eine große Veranstaltung. Später hat man dann versucht aufzugreifen, nochmal für Rockkonzerte. Das war, glaube ich, 1979, Woodstock Festival hat hier stattgefunden. Und sogar Opernveranstaltungen, Opernaufführungen 1993 bis 1995, die dann aber auch eingestellt worden sind, unter anderem auch im Einspruch der Anwohner, die hier ihre Ruhe haben wollten. Eigentlich schade, man hätte aus diesem Stadion wirklich viel mehr machen können. Ja, ich habe jetzt mal so einen Rundumschlag gemacht, um Ihnen mal zu zeigen, so Genius Loci, wie ich mich als Stadtplaner, als Außenstehender an das Thema heranmachen würde. Meinen persönlichen Zugang zum Genius Loci, da stehe ich gerne mal zur Verfügung, aber das ist dann auch wieder ein sehr privater, so wie Sie wahrscheinlich auch an die Aufgabe rangehen und diesen Ort aus Ihrer eigenen Erfahrung erleben. Ich habe hier nochmal als abschließendes Bild diese Gesamtsituation Ihnen gezeigt, zeigen wollen, das Stadion nach der Sanierung 2010, 11, 12 ist das wohl gewesen, im Zentrum des Bildes und oben rechts noch ohne den neuen Zubau, die Baukörper der Luisenschule, rundum das Villenviertel und zur Linken das Bergedorfer Gehölz. Also Sie sehen allein aus dieser Aufzählung, es ist ein ungewöhnlicher Ort hier zwischen drei großen Denkmälern, zwischen den Häusern des Milieugebiets, das zu den besten, also ich kenne mich da ein bisschen aus, weil ich an vielen Stellen in Hamburg schon gearbeitet habe, zu den besten und besterhaltenen Milieugebieten in ganz Hamburg gehört und im Übergang zum Wald, zum Bergedorfer Gehölz. Das ist ein ganz besonderer Ort, den man hier auch ganz besonders behandeln muss. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen eine kleine Anregung damit geben können für Ihre Arbeit. Ansonsten stehe ich Ihnen gerne auch jetzt nochmal zur Diskussion sowieso zur Verfügung. Würde mich freuen über eine Diskussion. Und wenn Sie mich brauchen für den Unterricht, ich bin relativ häufig an dieser Schule dann doch unterwegs, dann komme ich auch gerne nochmal in den Unterricht, um Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.